Ja, ich habe also mit Subaru einen 24-Stunden-Einsatz gemacht und habe im Zuge dessen einen Subaru BRZ für die Straße bekommen. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das Auto unheimlich intelligent gebaut ist, also in Sachen Leichtbau und auch in Sachen Fahrwerksgeometrie. Und irgendwie habe ich dann angefangen, laut darüber nachzudenken und habe mit Onkel Fannys Sohn, mit dem Holger Spelzberg, mal darüber diskutiert und gesagt, hier, schau mal, eigentlich müsste man daraus ein SP3-Auto bauen, also ein 2-Liter-Sauger. Roots Racing wurde geboren, als Timmich im Oktober angesprochen hat und gesagt hat, ich habe eine coole Idee. Und dann sind wir die an einem Abend mal durchgegangen, die Idee. Es basiert darauf, dass wir sagten, Mensch, Motorsport ist heute so kompliziert, so reglementiert und wir würden es uns eigentlich ganz anders vorstellen, nämlich ein wenig back to the roots. Und die Idee war, mit einem Saugmotor, wenig reglementiert, in einer kleinen Klasse, es liegt mir auch viel mehr, uns auf die Nordschleife zu begeben. Das war die Geburtsstunde von Roots Racing. Ja, zu meiner großen Überraschung hat der Holger, den ich nicht kenne als risikofreudigen Hau drauf, sondern eher als den nüchternen Zahlentypen, der Excel-Tabellen beackert und so weiter als Geschäftsführer, war ich überrascht, dass er gesagt hat, sehr gute Idee, wir machen das. Mein Vater und der Onkel Fanny, also der Eckhard Spelzberg, die wollten in den 60ern eine Firma gründen im Bereich Motorsport. Und das ist vereitelt worden, einfach weil der Eckhard in den elterlichen Betrieb einbezogen wurde. Und ja, der Holger und ich holen das jetzt einfach nach und unser erster Streich ist der BRZ und wir wollen gucken, dass wir damit erstmal ankommen und durchfahren. Und ja, ich hoffe, dass wir damit auch auf kurz oder lang ganz gut in der Performance dastehen werden. Holle und Tim, die haben sich nun fürs Jahr 2016 überlegt, gemeinsam die Saison in einem Subaru zu bestreiten. Sie werden jetzt wahrscheinlich das fortführen, was wir beide als ältere Generation, also Vater Schrick und ich, uns in jungen Jahren überlegt hatten. Man kann ihnen also nur Glück wünschen, dass sie das zu Ende führen, was wir mal angefangen haben.